Die Malediven, das Reich der 1000 Atolle, eine der schönsten Ecken der Welt. Hier kann man ihn verwirklichen, den Traum von der einsamen Insel, von Entspannung und von Natur pur. Die ganze Insel Wabin Faro ist eigentlich ein Hotel mit ein bisschen Strand und sehr viel Wasser drumherum. Luxus ist hier so selbstverständlich, dass man gar nicht mehr darüber spricht. Die Gäste hier kennen auch keine Geldsorgen. Wabin Faro, ein Postkartenidyll, das es wirklich gibt. Jadegrüne Palmen, korallenweißer Sand, azurblaues Wasser und eine Luft, die die Haut wie Seide umschmeichelt. Nur ein paar Schritte von der Idylle entfernt, im Zentrum der Insel, ist das versteckt, was das Resort am Leben hält. Unhörbar für die Gäste am Strand überfällt einen hier ohrenbetäubender Lärm. Er wird immer lauter, je weiter man ins Innere vorstößt. Vorbei an Maschinenräumen, Motoren und Turbinen, der Generator, von dem alles abhängig ist. Er hält die Insel am Leben. Wenn er ausfällt, gibt es kein Licht mehr, kein sauberes Wasser, kein warmes Essen. Der ganze Hotelbetrieb breche dann zusammen. 650.000 Liter Dieselöl schluckt der Generator im Jahr. Damit könnte ein Auto 25 Mal um die Erde fahren. Der Generator ist das künstliche Herz der Insel. Okay, good morning. Sechs der sieben leitenden Angestellten sind Einheimische. Sie schulen und motivieren das Dienstpersonal. Der gute Geist von Wabin Faro ist Mohammed Naim. Seit 18 Jahren arbeitet er hier und hat es bis zum stellvertretenden Direktor gebracht. Einziger deutscher Kollege, Hans Lange, der Leiter der Tauchbasis. Punkt 9, die Morgenkonferenz. Ja? Hinter Palmenhainen verborgen, die Quartiere der Arbeiter und das logistische Zentrum der Insel. ...167 Menschen leben hier auf engstem Raum, nicht weit von den Generatoren. Den 24-Stunden-Service garantieren drei Schichten. Die Insel schläft nie. Die meisten Angestellten sind Malediver, einige wenige kommen aus dem Nachbarstaat Sri Lanka. 95% sind Männer. The reason why we are having only men is that earlier in Maldives the women, I mean the girls never leave the island. Wir haben hier fast nur Männer. Früher hatten wir gar keine Frauen, weil die nie ihre Inseln verließen. Es war Tradition, dass sie immer bei ihrer Familie blieben. Die Eltern hätten früher ihre Töchter auch nie zur Schule geschickt. Nur langsam ändert sich das. Und außerdem gibt es inzwischen auf fast allen Inseln gute Schulen. Auch wenn Wabin Faro eine reine Touristeninsel ist, schreibt das Gesetz der Malediven vor, dass sie eine Moschee haben muss. Der Islam ist laut Verfassung seit 1968 Staatsreligion. Alles, was das Herz begehrt, rund um die Uhr, zu jeder Tages- und Nachtzeit, können die Gäste bestellen, worauf sie Lust haben. Gegrillte Austern, frischer Oktopus, Haifischsteak und wer will, Kaviar satt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Vor 30 Jahren begann der Tourismus auf den Malediven. Seitdem arbeiten die meisten Männer weit weg von ihren Familien. Ein Job in einem der vielen Resorts bringt genug Geld, um Frau und Kinder gut zu ernähren. Der Nachteil, man sieht die Familie selten, lebt in einer Männergesellschaft in einem kleinen Zimmer ohne Meeresblick.
Ahmed Zahir, der Housekeeping-Chef, wohnt 450 Kilometer südlich auf einer Insel im Adu-Atoll. Er hat ein paar Tage frei bekommen, um seine Frau und seine Kinder zu besuchen. Das Adu-Atoll ist die südlichste Inselgruppe der Malediven. Nur wenige Einheimische können sich Flugreisen leisten. Die meisten Insulaner sind auf das weit billigere Boot angewiesen. 5 Inseln des Adu-Atolls sind durch Dämme miteinander verbunden worden. 18 Millionen Dollar hat das Bauwerk gekostet. Die 17 Kilometer lange Straße ist die längste auf den Malediven. Zwei oder drei Heimflüge im Jahr kann sich Zahir leisten. Mit einem Monatslohn von mehreren hundert Dollar gehört er zu den Besserverdienenden. Seine Mutter, die Familie seiner Schwester, seine Frau und die beiden Kinder leben in einem Haus zusammen. Es ist traditionell aus Korallenkalk gebaut. Immer wenn Ahmed Zahir nach Monaten heimkommt, bringt er seinen Kindern kleine Geschenke mit. Zum Beispiel exotische Süßigkeiten, die es nur in Luxushotels gibt. Seine jüngste Tochter Mies ist gerade 8 Monate alt. Ahmed Zahir hat sie erst einmal gesehen. Es ist jedes Mal wieder aufregend, nach Hause zu kommen. Und es ist hart für mich, so weit weg von ihnen zu arbeiten. Aber das muss ich, weil es hier kein Geld zu verdienen gibt. Immer wenn ich nach Hause komme, freue ich mich wahnsinnig, meine Familie zu sehen. Besonders natürlich meine kleine Tochter. Der Tourismus ist zur wichtigsten Einnahmequelle auf den Malediven geworden. Das Pro-Kopf-Einkommen stieg durch ihn auf mehr als 1.300 Dollar im Jahr. Ein Erfolg, der sich in Südasien sehen lassen kann, aber er hat eben seinen Preis.